Hallo, mein Name ist Trevor Pirman. Ich bin der Golfpro in Golfclub Würzburg. Und ich möchte heute euch zeigen, das klassische Chip-and-Run-Schlag. So, wir liegen ein paar Meter vom grünen Anfang entfernt und ungefähr 20 Meter von der Fahne. Was ich erlebe, ist viel zu viele Leute nehmen die falschen Schläge in dieser Position. Zum Beispiel hier das Sandeisen. Das Problem mit dem Sandeisen ist, für diese 20 Meter, ich benötige relativ viel Schwung. Und wenn ich den Ball nicht optimal treffe, würde ich hier ein Problem haben, der Ball rollt viel zu weit übers Grün hinaus. Mein Tipp ist der klassische Chip-and-Run-Schlag. Ich nehme dann eine Eisen 7. Und wie man jetzt sieht, ich benötige viel weniger Schwung. Ich chippe den Ball ungefähr 3-4 Meter und der Ball rollt wunderbar aus zum Fahne. Das könnte euch viel Schläge sparen und natürlich viel mehr Spaß auf dem Golfplatz.